schöne Kinoluft, ein schwüler, erregender Duft. Nebel, Kaschem, Gangster, Händel. Berauschend riechst du Skotlandiat nebst Lavendel. Verbrecherjagd über Stein und Stöcke, pro Schrecksekunde sechs Nervenschöcke, der Inspektor, der Gauner, Finsternis, wir schlottern die Glieder, wir klappert das Gebiss. Ein Knall, ein Fall, ein letzter Lall. Von bleicher Stirn Tomatenketchup läuft, Freund Hein auf dem grünen Finger pfeift. G. Arthur Rank. Thank. Thank you, thank. Das war mal wieder ein reißendes Geschenk. Ich brauche das für meine Nerven, das Duselgrauen Gräuel als Extrakt. Man muss doch wieder mal die Nerven schärfen, denn 19 Jahre waren sie nur in Samt verpackt. Wir lernen gern von euren Mördern. Wie murksen sie so smart die Opfer ab? Das wird bestimmt bei uns den Nachwuchs fördern. Denn an perfekten Mördern waren wir letzthin wirklich knapp. Ja, ja, der Mord, das ist ein Mordsgeschäft. Ich will Mr. Rank nicht fragen. Ich will ja gerne meine Gänsehaut für ihn zur Kasse tragen. Ich brauche das für meine Nerven. Das Gruselgrauen Gräuel als Extrakt. Drum zart daran tüchtig, juch heißer, schick mehr solche himmlischen Reißer. Wir sind zwar bei uns streng selbst kontrolliert, doch Mord und Totschlag garantiert wird nicht zensiert. Oh! Was war das? Wo hat's geknistert? Hat er wer im Schrank geflüstert? Sei still! Durch Schlüsselloch kriecht eine grüne Pupille. Ich fühle des Mörders eiskalte Augen an meinem Rückgrat heruntersaugen. Einmal runter. Was, dann hört er schon auf? Ach, Süßer, saust er schnell noch mal rauf. Jetzt zieht er der Stolch, jetzt entsichert er seine Dolchen. Hände hoch, Füße hoch, alles hoch. Ach, Dämon, du tust doch tust. Sei endlich mal brutal und verhau mich doch mal. Ich brauche das für meine Nerven. Das wirkt bei mir hernach wie Perfidin. Man muss doch mal die Nerven schärfen dürfen. Die Peitsche hoch, die Bäckchen blau und grün. Die können frei, die Filmsadisten. Die Opfer killen und das Blut, das raucht. Das sind die Filme, die wir lang vermissten. Du lieber Himmel, Exzesse werden gebraucht. Ich würde mich gern, ich sage es frei, mit Peter Lorre haschen. Dann könnt ihr mich, Herr Lorelei, als Lustmordflirt vernaschen. Wir brauchen das für unsere Nerven, das Gruseln, Grauen, Gräuel als Extrakt. Wir brauchen noch sehr viel mehr Thriller, noch sehr viel mehr Gangster und Killer. Ach, schickt uns doch ja solche Filme nur. Dann rettet ihr bestimmt die westliche Kultur.